meine Lieben, heute gibt es einen kurzknackigen Booktalk zu Looking for Alaska von John Green. Das ist der Autor, der auch Das Schicksal ist ein mieser Verräter und Margos Spuren geschrieben hat. Und auf Deutsch heißt das Buch Eine wie Alaska. Das hier ist jetzt die amerikanische Version aus dem Penguin Verlag. Und aber ich kann es euch einfach auch in der Infobox verlinken, falls ihr an der englischen oder deutschen Version interessiert seid. Das Buch ist ein zeitgenössisches Buch, also keine Fantasy-Elemente oder sowas. Hat nur 220 Seiten oder so. Es tut mir leid, ich versuche, dass es nicht so reflektiert. Ja, worum geht's hier drin eigentlich? Es geht um Miles, genannt Pudge, der auf eine Boarding School nach Alabama zieht. Also eine Art Internat. Ja, er ist jetzt nicht so der krass beliebte Typ oder so. Er ist halt, ja, sagen wir einfach ein ganz normaler Kerl, ziemlich schmächtig und so. Er hat ein ziemlich außergewöhnliches Hobby und zwar ist er fasziniert von letzten Worten. Also er kennt die letzten Worte von ganz vielen Persönlichkeiten auswendig, weil er halt deren Biografien so gerne liest. Ja, das ist halt so sein Ding. Und er erhofft sich von seiner Boarding School Zeit halt so ein bisschen sein Great Perhaps zu finden. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch dort übersetzt wird, aber ja, einfach so eine Art Sinn. Irgendwas, was halt sein Leben irgendwie aufregend und lebenswert und sowas macht. Also so habe ich es jetzt interpretiert. Man könnte auch sagen, er findet es da. Er freundet sich nämlich mit seinem Zimmernachbarn an und der hat halt auch noch ein paar andere Freunde. Und unter denen ist halt Alaska Young. Alaska ist so ein Mädchen, das ist so, ja, so total atemberaubend, könnte man so sagen. Also sie ist hübsch und witzig und schlau und so. Manchmal ist sie aber auch eine ziemlich große Zicke und richtig launisch. Aber irgendwie ist sie auch so wahnsinnig interessant und aufregend und ja, man könnte sagen, ja, Pudge verliebt sich so ein bisschen in sie. Mehr zum Inhalt kriegt ihr nicht von mir, weil das sonst gespoilert wäre und das wäre absolut blöd. Wie fand ich dieses Buch? Es hat mir auf jeden Fall gut gefallen, zum größten Teil wegen John Greens Schreibstil. Die Geschichte ist zwar ziemlich cool, sagen die so, sie ist jetzt aber auch jetzt nicht die beste, härteste, aufregendste Story, die es gibt, sondern es ist halt, ja, ich finde, John Greens Bücher sind halt einfach realistisch, wenn ihr wisst, was ich meine. Sein Schreibstil ist nämlich nicht sehr poetisch oder so. Es könnte ein Tagebuch sein. Also man könnte einfach denken, John Green wäre Pudge und er hätte ein Tagebuch geführt und dieses hat er dann so veröffentlicht. Also so hört es sich halt an. Es ist nichts verschönert oder so oder unnötig irgendwie schön geredet oder so, sondern es ist halt wirklich alles einfach so geschrieben, wie es ist und dadurch hat das Buch halt auch so einen gewissen sarkastischen Humor, was mir halt sehr zusagt. Die Charaktere fand ich allerdings jetzt nicht ganz so stark wie jetzt in seinen anderen Büchern, also zum Beispiel in Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Also Pudge, er war halt unser Protagonist, aber ich konnte mich jetzt nicht wahnsinnig mit ihm identifizieren. Er war halt da und er war mir auch sympathisch, aber ja, er war jetzt nicht so mein Lieblingskerl und mit Alaska hatte ich halt auch erst so meine Probleme, weil sie ist halt toll und alle mögen sie halt auch, aber irgendwie ist sie halt auch einfach eine Zicke und ja, ich fand sie jetzt zum Beispiel nicht so faszinierend. Generell hat John Green es halt mit diesen faszinierenden, etwas komischen, außergewöhnlichen Charakteren. Also sie hat ziemlich Margot geähnelt. Gus ist ja auch so ein wenig in die Richtung, hat so seine ganz besondere Weise, die Welt zu sehen und Einstellung und so. Ich fuchtel hier die ganze Zeit rum. Ja. Aber ich hatte halt einfach Spaß beim Lesen und ich musste lachen und die Geschichte hat mich auch mitgerissen. Es war jetzt nicht mein liebstes Buch von ihm. Es hat mir aber trotzdem sehr gefallen. Ich mag John Green einfach total gerne. Irgendwas an seinen Büchern, die sind für mich nicht wie so ein normaler Roman, sondern die haben für mich immer so was Besonderes. Das war jetzt nicht mein Lieblingsbuch und ich würde jetzt nicht jedem hingehen und sagen, lies es, wie es zum Beispiel ja, bei anderen machen würde. Aber es ist auf jeden Fall wert, einen Blick reinzuwerfen, besonders wenn ihr halt John Green Fan seid, dann ist es quasi ein Muss. Aber auch so finde ich es, also es ist eine schöne Geschichte und es sind halt 200 Seiten, das hat man halt schnell weggelesen. Das war's dann mit meinem kurzen Booktalk. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Buch in die Kommentare oder was vielleicht euer liebstes John Green Buch ist. Also ich habe auch schon Leute gesehen im Internet, die gesagt haben, Looking for Alaska ist mein absolutes Lieblings-John Green Buch. Also es war ja auch seine Erstveröffentlichung. Da bin ich gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!